Freitag um 1 macht jeder sein, so weit, Moment mal, heute ist ja noch gar nicht Freitag und es ist zwar gleich 13 Uhr, aber so richtig jeder macht seins, das kann ich heute auch nicht sagen, bei dem, was heute Nachmittag noch los ist. Und damit herzlich willkommen zum heutigen DAX am Mittag. Ich freue mich natürlich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist René Berthold, das Video ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten und natürlich spiegelt das Video auch nur meine Meinung wider. Und ja, ich hatte es gesagt, heute ist eigentlich nicht die Zeit, um sich auszuruhen, auch wenn der Markt momentan ja sehr lethargisch unterwegs ist. Es ist nicht viel Action, ist nicht viel Bewegung. Aber wem kann man es verübeln? Wer mag sich jetzt vor der EZB-Entscheidung und dann kommen um 14.30 Uhr auch noch US-Zahlen raus, also US-Wirtschaftszahlen raus, wer mag sich davor positionieren? Also das ist momentan einiges, worauf der Markt derzeit wartet. Man reagiert ein bisschen verhalten und das kommt in Anführungsstrichen nicht beziehungsweise nicht überraschend. Das sind meine Pfeile von heute Morgen vom Markt von 9. Und bis dato hält sich der Markt da relativ gut dran. Ich habe im Grunde gesagt, und dabei bleibe ich aktuell auch, dass man versuchen kann, diesen Preisbereich hier zu füllen, den gestrigen volumenschwachen, Zeitpunkt und Zeitrahmen, dass man den versucht so ein bisschen zu füllen und dass wir hier Volumen anhäufen, mehr oder minder seitwärts konsolidieren, insgesamt dann aber auch vielleicht ein bisschen konsolidieren, nachdem wir ja gestern sehr stark Druck gemacht haben. Wie ich die ganze Bewegung interpretiere, habe ich gestern im Grunde ausführlich beschrieben und habe damit ja auch ganz gut getroffen, denn es kam wirklich eben mal zu einer Beschleunigung nach oben. Das hatte ich ja gestern angesprochen. Ich verlinke es euch gerne auch nochmal, könnt ihr da nochmal nachschauen. Und nichtsdestotrotz, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Muss man natürlich ganz klar sagen, du kannst jetzt den Zauberwürfel nehmen, ein paar Mal würfeln und sagen, okay, das und das wird passieren. Am Ende ist natürlich auch klar, dass mit der EZB-Entscheidung, mit der Pressekonferenz und mit den US-Daten, die da um 14.30 Uhr kommen, also von 14.15 Uhr bis gut 15 Uhr, 15.15 Uhr, kann im DAX eigentlich eine ganze Menge und relativ viel passieren. Basisidee bleibt aber die, die ich schon im Grunde seit Ewigkeiten in Anführungsstrichen verfolge, nämlich die Möglichkeit, ein neues Allzeithoch zu erreichen. Und ja, das könnte man tatsächlich auch, wenn die passenden Kommentare heute kommen, auch heute schon erledigen. Vor dem Hintergrund, was wäre für mich wichtig? Für mich wäre tendenziell wichtig, den Bereich um so 16.800 Punkte, 16.790 Punkte zu halten, von da aus Druck zu machen und dann, wie gesagt, die obere Widerstandszone anzulaufen. Ich hatte jetzt schon eingangs gesagt, durch die Zahlen heute Nachmittag, durch die News heute Nachmittag, kann es aber auch mal volatil werden. Wenn der Markt jetzt hier in so einer Mikrosekunde mal auch so einen Push nach unten macht, sich dann aber fängt, finde ich, ist das auch noch voll in Ordnung. Ich versuche es mal anders zu formulieren. Wann würde ich von diesem Szenario Abstand nehmen? Ich würde davon Abstand nehmen, wenn sich im 30-Minuten-Chart komplette Topping-Formationen vollziehen und sehen und zeigen. Und wenn der Markt dabei auch unter diese 16.750, 16.800 Punkte zurückfällt und das eben nachhaltig, dann kann man hier mit einer Abwärtsbewegung vielleicht auch in Richtung 16.600 Punkte rechnen oder noch ein Stückchen tiefer. Aber solange ich das nicht sehe, würde ich momentan die Käuferseite favorisieren. Sicherlich nicht ganz einfach, da jetzt sich zu positionieren, vor allen Dingen jetzt so kurz vor 13 Uhr, wo der Markt dann auch nochmal gleich nachher volatil werden kann. Er muss nicht volatil werden, muss man auch ganz klar sagen. Es gab die letzten Jahre auch oftmals EZB-Entscheidungen, die relativ harmlos verliefen, genauso wie Arbeitsmarktdaten. Aber man muss ja sich halt auf das vorbereiten, was im ungünstigsten Fall passieren kann. Und das ist natürlich dann Volatilität gegen die eigene Position. Nicht, dass man dann von den Verlusten überrannt wird. Das soll man nicht machen. Und von daher lasse ich es mal bei den Pfeilen stehen. Auch keine Trading-Idee heute. Macht auch kein professioneller Trader, sich jetzt hier vor den Zahlen groß zu positionieren, wenn er nicht mal weiß, wo in welche Richtung geht es, beziehungsweise wo kann man sich absichern und welche Volatilitäten kommen, ist viel zu gewagt. Wenn man schon dick im Plus ist, kann man ein bisschen mehr rumspielen, in Anführungsstrichen, hat mehr Spielraum allgemein, aber jetzt direkt vor den Zahlen sich zu positionieren, wäre nicht meine, meine Wahl. Ich kenne auch keinen, der das so unmittelbar macht, so einfach in der Annahme, naja, ich glaube, das wird schon positiv laufen, weil das und das und das und deswegen gehe ich da mal long. Also das kenne ich keinen, der das professionell wirklich macht. Zumindest News-Trading ist übrigens eine geile Art des Tradings, das bitte nicht verwechseln. Wer da vielleicht ein bisschen mehr zu hören möchte, gerne morgen im Webinar. Ich habe morgen nämlich genau so ein Webinar zum Thema Trading, erfolgreiches Trading, Strategien und Co. Könnt ihr gerne dabei sein, geht um 18 Uhr los. Ich verlinke euch nochmal die Anmeldung unten ran. Und dann können wir morgen 18 Uhr durchstarten und müsst ihr einfach auch die Frage stellen, ja, wenn ihr zum Beispiel eine Frage zum News Trading habt, wie man das professionell tendenziell macht, können wir das gerne machen. Aber nichtsdestotrotz für den DAX heute, für die Zahlen, ich würde es außen vor lassen. Am Ende ist es aber eure Entscheidung. Bei eurer Entscheidung drücke ich euch auf alle Fälle die Daumen, wünsche euch da gutes Gelingen und viel Erfolg. Wir hören uns dann spätestens morgen um 13 Uhr mit dem Deutschen Aktienindex wieder.